Hi, ich bin Saki. Viele Wanderfreunde, die benutzen für ihre Trips und Touren ja gerne solche modernen GPS-Geräte hier, wie ich eines verwende. Und viele dieser Geräte, die haben heutzutage einen barometrischen Höhenmesser eingebaut. Einfach um zusätzlich zur GPS-Höhe und zur Kartenhöhe noch eine dritte Höhenangabe zu bekommen, um die Höhe, auf der ich mich befinde, perfekt zu bestimmen. So ein barometrischer Höhenmesser, der ist aber überhaupt nichts anderes als ein ganz normales Barometer, also ein Gerät, das den Luftdruck misst. Und wann verändert sich der Luftdruck? Zum einen, wenn ich natürlich bergauf oder bergab gehe, wenn ich meine Höhe ändere, aber auch, wenn ich auf einer Höhe bin, wenn sich das Wetter ändert. Und dementsprechend kann man solche Geräte mit barometrischem Höhenmesser auch prima zur Wettervorhersage nutzen. Unter Einstellungen, Höhenmesser, Barometermodus kann ich zwischen Höhenmesser und Barometermodus wählen. Und ich wähle hier jetzt mal Barometer aus, gehe zurück. Und wenn ich jetzt das App Höhenprofil öffne und hier mal meine Felder anpasse, und zwar gehe ich hier auf aktueller Status, Barometer, dann wird mir hier oben in diesem Feld jetzt der aktuelle Barometerstand angezeigt in Hektopascal. Im Moment sind das gerade 1015 Hektopascal. Und das ist so der normale Luftdruck auf Meereshöhe in unseren Breiten. Fast normal, ganz minimal erhöht. Man sagt so auf Meereshöhe in unseren Breiten 1013 Hektopascal. Was passiert jetzt, wenn sich das Wetter ändert? Sicherlich hast du schon mal gehört, dass warme Luft immer nach oben steigt, kalte Luft eher abfällt. Gut, ich habe hier unten warme Luft, ist ein schöner sonniger Tag. Die Sonne hat die Erde aufgeheizt, die Erde strahlt etwas Wärme zurück. Die Luft hier ist richtig schön warm, ich laufe mit dem T-Shirt rum. Diese warme Luft, die steigt jetzt nach oben. Was passiert automatisch? Ganz klar, hier bei mir, da fällt der Luftdruck langsam ab, weil die Luft hier nach oben steigt, der Druck der Luft hier unten ist geringer. Was passiert mit der warmen Luft da oben über mir? Wer schon mal mit einem Flugzeug geflogen ist, der weiß, dass dort oben richtig kalte Temperaturen herrschen. Das kann man an den Scheiben sehen, so kleine Eiskristalle. Oder wenn das Flugzeug ein Bordsystem hat, wird auch oftmals die Temperatur angezeigt. Und da oben ist es richtig kalt. Die warme Luft von hier unten, die aufgestiegen ist, die wird dort oben also Stück für Stück abgekühlt. Und jetzt muss man wissen, dass warme Luft immer mehr Feuchtigkeit aufnehmen kann als kalte Luft. Das heißt, wenn dort oben die Luft abkühlt, dann nimmt die Luftfeuchtigkeit automatisch immer weiter zu. Und wenn die so weit zunimmt, dass sie irgendwann zu 100% gesättigt ist, dann tritt der sogenannte Taupunkt ein. Und das bedeutet 100% Sättigung und das Wasser aus der Luft wird wieder freigegeben. Und dann bilden sich Wolken, dann bilden sich Regen, das Wetter wird schlechter. Das heißt also, wenn hier bei uns auf der Oberfläche der Luftdruck sinkt, dann wird das Wetter schlechter. Wenn der Luftdruck hier jetzt auf bis zu 980 Hektopascal absinkt, dann muss ich mit einem ordentlichen Gewitter rechnen. Das ist so der typische Luftdruck für ein Gewitter. Und wenn der Luftdruck von jetzt auf gleich richtig schnell abfällt, dann muss ich sogar noch mit richtig viel Wind und Sturm rechnen. Denn schnell absinkender Luftdruck heißt, Luft ist in Bewegung und bewegte Luft, das ist Wind und Sturm. Andersrum funktioniert das genauso. Große Luftmassen, die zu Boden fallen, sorgen dafür, dass hier unten in meiner Umgebung der Luftdruck ansteigt. Die Luftmassen fallen ja zu Boden, es wird mehr Luft. Und was außerdem passiert ist, die Luft von oben, die ja kalt ist, kommt nach hier unten ist es immer wärmer und sie wärmt sich auf. Warme Luft kann wieder mehr Feuchtigkeit aufnehmen als kalte Luft. Das heißt, die Luftfeuchtigkeit in dieser immer wärmer werdenden Luft wird geringer. Und wenn die Luftfeuchtigkeit geringer wird, die Luft immer mehr Feuchtigkeit aufnimmt, dann lösen sich Wolken auf und es wird schönes Wetter. Wenn man das einmal verstanden hat, dann ist es logisch und dann kann man seinen barometrischen Höhenmesser eben auch für die Wettervorhersage nutzen. Aber Achtung, diese Art der Wettervorhersage funktioniert nur, wenn du dich längere Zeit auf einer Höhe befindest. Bist du viel bergauf und bergab unterwegs, dann funktioniert das nicht, weil du dich ja ständig auf verschiedenen Höhen mit verschiedenem Luftdruck befindest. Wenn du 8 Meter einen Berg nach oben steigst, dann verringert sich der Luftdruck schon allein um 1 Hektopascal. Macht's gut! Schau auch auf meinem Gear-Kanal vorbei. Dort stelle ich Wanderern, Trekking-Interessierten, Bushcraftern
oder einfach nur Gear-Junkies interessante Produkte für unsere Auto-Hobbys vor.